Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen uns jetzt mal an, ja, was es hier so alles Neues auf der neuen Map gibt, ja. Also sie ist jetzt endlich draußen. Es ist Ascent, die in Venedig spielt. Ich habe es ja schon, ja, vor Wochen ein paar von, okay, Weird Flex jetzt, aber in vorigen Videos habe ich ja schon durch Data Mining und durch Leaks und so weiter und so fort euch gezeigt, dass es auf jeden Fall Venedig sein wird. Und jetzt haben wir sie endlich und wir schauen sie uns mal an, was man hier so sieht und was es hier so gibt. Wir sind hier gerade am CT-Spawn, also am Defender-Spawn. Und ich würde sagen, wir rennen einfach mal Richtung A-Spot. Also erstmal muss ich sagen, auch hier mit dieser Grünfläche muss ich sagen, diese Map vom Designerischen gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Die haben sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben mit sehr vielen kleinen Details. Auch das hier sieht irgendwie sehr, sehr cool aus alles. Und jetzt kommen wir nämlich, jede Map in Valorant hat ja irgendwie was Besonderes. Haven hat drei Bombspots, Split hat diese Seile und Bind hat die Teleporter. Auf dieser Map gibt es jetzt Sachen, die man kaputt machen kann. Es gibt Breakable Objects. Zum Beispiel hier dieses Glas. Spektakulär, oder? Ne, man kann Sachen kaputt schießen. Tatsächlich nicht so viel, aber ein paar Sachen. Unter anderem das Glas, was hier irgendwie Richtung, keine Ahnung, A-Kurz, würde ich sagen, heißt das. Hier gibt es auch Callouts, ne? A-Verbindung, sagen wir A-Kurz. A-Kurz wird. Aber wir gehen immer nach hier oben lang zum A-Spot. Und den finde ich tatsächlich sehr interessant, den A-Spot hier. Weil man hier diese Erhöhung hat, von der man kommt. Und aus der Richtung hier kommen die Ts. Und haben hier oben die zu verteidigen, kurz zu verteidigen. Und theoretisch können die natürlich auch mittlerweile da drunter. Und sobald das Spike geplantet ist, kann man auch von hier unten dann verteidigen. Das wird halt absolut. Ich glaube, der Spot wird immer genutzt hier unten. Also da kann man sich eigentlich sicher sein, obwohl man da ziemlich aufgeschmissen ist. Wenn man da irgendwie gegen den Raze spielt oder so. Und da muss man mit der einen oder anderen Nade oder Ulti auf jeden Fall rechnen, die. Na gut, man hat eine 50-50-Chance. Also entweder steht man rechts oder links, ne? Ja, aber an sich finde ich den A-Spot sehr interessant. Es gibt hier diese Dinger, aber hier muss man sich immer hoch boosten. Von alleine kommt man da nicht drauf. Und wie man sieht, spielt diese Map wohl auch gerade in dem Moment, wo sich diese Risse aufgemacht haben und die Map zerstört wird. Wer meine vorigen Videos nicht gesehen hat, die Trainingsmap, die Practice Range, spielt ja auch auf Venice, auf der Map hier genau. Nur nachdem sie zerstört wurde. Und jetzt ist die Map sozusagen anscheinend gerade an dem Zeitpunkt, wo sie zerstört wird. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz hier A durch. Dann haben wir hier die Kugel, den Orb. Die wurden auch überarbeitet, oder? Die sehen ein bisschen schicker aus, habe ich so das Gefühl. Da hinten kommt man auch lang. Was hat man hier? Hier hat man wieder die Teddys, die es auf jeder Map gibt. Die schönen Weinchen da trinken. Ja, herrlich. Alter, das sind Eichhörnchen! Yo! Warte mal. Das ist einfach ein Eichhörnchen. Mit einer Granate. Okay. Was bist du? Bist du ein Wurm? Was ist das? Alter, wo? Was ist das hier? Bist du nur weird? Vini Venari. Alles klar. Ja, da sind wir jetzt hier auf A lang, gehe ich mal von aus. Ja, relativ Standard. Ich weiß nicht, muss mal schauen. Ich habe jetzt noch keine Runde auf der Map gespielt, wo hier die Contact Points sind, also wo die Teams aufeinandertreffen. Vermutlich erster Contact Point hier, schätze ich mal. Überall sind aber auch diese Radianit-Dinger, ne? Das ist anders als auf den anderen Maps, weil auf den anderen Maps sind die Radianit-Dinger-Kästen, glaube ich, nur auf den Spots, wenn ich mich jetzt nicht irre. Vielleicht hat das was damit zu tun, warum die Map hier auch in die Luft fliegt. Vielleicht, wer weiß. Da sind wir hier, hui, da sind wir hier beim T-Spawn. Und der ist groß. Also der ist wirklich groß für all die immer gesagt haben, Valorant, wer Klaustrophobie hat, hat ein Problem. Der ist großflächig. Ja gut, hier passiert zwar auch nichts, also hier werden selten Fights passieren, außer vielleicht, wenn jemand saved. Aber ansonsten, der ist relativ offen und ziemlich groß auch. Ja, das Picture kennt man auch. Hier stand die Race. Da gibt es noch gerade so einen kleinen Teaser mal. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Map, muss ich sagen. Und dann laufen wir jetzt mal hier den Weg lang, die Ts lang laufen würden.
haben wir auch schon hier eine Sache, die man schon so halbwegs kennt. Wir sind jetzt nämlich hier in der Mitte und hier sind wir vorhin schon lang gelaufen. Genau, da kamen wir von hier, sind da lang gelaufen. Es gibt dann auch den Weg von hier zur Mitte. Und zwar ist hier die erste Neuerung diese Schutzbarrikaden, die gibt es ja auch bei Haven an den Türen, dass man da nicht durchbellen kann. Und das ist im Prinzip genau dasselbe hier. Hier wird auch die Stabilität angezeigt, umso dunkler es wird, beziehungsweise umso röter es wird, desto eher ist es daran kaputt zu gehen. Und dann geht das kaputt und dann kann man nämlich auch da durchschießen. Ihr wisst immer, dass ihr durch die Wand durchschießen könnt, wenn so ein schwarzer Punkt in der Mitte ist. Wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, kann man hier durchschießen? Nein. Wenn hier nicht so ein schwarzer Punkt ist, wie hier, dann kann man da nicht durchschießen. Daran wisst ihr, dass sobald der Schutz hier abgeschossen ist, kann hier auch durchgebankt werden. Und dann ist man hier in der Mitte. Und hier gibt es auch diese Radianitkästen in den Fenstern. Sehr, sehr interessant. Ja, und das ist hier die Mitte. Von hier kommen die Defenders in die Mitte. Haben aber auch einen relativ weiten Weg. Ich glaube, man kommt relativ gleichzeitig an, wenn ich das so auf der Map sehe. Okay, hier kann man sich auch hochboosten, um dann hier drüber zu schauen und da abzuaimen. Und hier nochmal drüber zu gehen. Also es das heißt, es gibt nicht nur den Weg hier rüber. Würde mich interessieren, wenn man, sag ich mal. Mit Sage kommt man wahrscheinlich eh da drüber, aber wenn man sich hier, keine Ahnung, mit Raze oder Omen hochteleportiert, kann man auch hier drüber springen und eventuell da abaimen. Und falls jemand da steht, wird er wohl kaum damit rechnen, dass jemand von hier kommt. Hat auf jeden Fall eine gute Position, um da abzuaimen. Hier in der Ecke kann man auch drin stehen, okay. Ja, aber die kann man relativ easy checken, sage ich mal. Weil dann kann man sich darum erstmal hier rumkümmern. Wenn man da gecheckt hat, kann man hier rumziehen. So, und dann kommen wir nämlich jetzt auf den B-Spot, den man sowohl im Teaser gesehen hat, als auch schon in der Practice Range war, beziehungsweise teilweise gesehen hat. Und zwar haben wir hier die erste, beziehungsweise eine weitere Neuerung auf der Map. Und zwar geht es um dieses Tor hier. Gerade das Tor ist standardmäßig immer offen, aber man kann hier, wie man schon lesen kann, Tür auf und zu machen. Dann fährt nämlich dieses Tor hier runter. Und dieses Tor ist genauso wie mit den Dingern da vorne, die kann man auch, das kann man auch kaputt schießen. Kann man auch kaputt schießen, kann man auch kaputt schießen, wenn es unten auf dem Boden ist. Zum Beispiel, ja, muss man ja dann, wenn die Defenders hier kaputt, das zugemacht haben und man kommt von, hat Mitte eingenommen, muss hier durch, kann man das aufschießen und dann, hier durch. Und dann ist man nämlich hier auf dem B-Spot. Und den finde ich auch interessant mit diesem Matsch und dem Wasser drauf. Ich habe ein bisschen Sorge von wegen, dass das hier so eher uneben ist und deshalb man schwierig die Gegner trifft. Aber ich habe mal geguckt, wenn man da so drüber läuft, das Crosshair bleibt eigentlich immer auf derselben Höhe. Das bedeutet, man wird nicht irgendwie größer. Also der ist nicht wirklich uneben. Das sieht nur sehr, sehr uneben aus. Aber ich glaube, man läuft größtenteils auf derselben Höhe. So minimale Schwankungen sind drin, vor allen Dingen am Rand. Aber ja, das wird sich, glaube ich, im Spiel nicht wirklich groß auswirken. Dann hat man hier den Hinterraum, kennt man ja von der Practice Range. Man kommt tatsächlich hier nur hoch über diese Kiste. Muss man immer hier so ein kleines Jump'n'Run machen. Was aber ganz interessant ist, und zwar, dass man vom Spot aus, dafür braucht man vermutlich Jett oder eine Sage-Mau, ich weiß nicht, ob eine Sage-Mau auch reichen würde. Schwierig, glaube ich. Kann man zum Beispiel hier reingucken und sehen, ob Leute pushen. Falls sich einer fragt, ob man auf das Dach kommt, hab ich mich zum Beispiel gefragt hier. Kommt man ja, aber man wird automatisch wieder runtergedrückt. Man wird da vermutlich irgendwelche Plays machen können, so mit irgendwie. Man kann es teilweise, ich hab noch nicht ganz genau den Trick raus, wenn man da so ein bisschen drüber straft, dann kann man ein bisschen da drauf bleiben, so. Aber man wird meistens irgendwie doch wieder runtergedrückt. Ja, dann schauen wir uns mal den Gang hier von den Attackers an. Ich finde die Position von dem Warpoint ein bisschen interessant hier auf der Kiste. Ich verstehe schon, warum. Hier wäre es zu einfach für die Defenders, weil die da nicht richtig rumziehen müssten, sondern einfach nur hier auf dem Schlitz aimen. Aber dass dann das oben auf der Kiste ist. Halt klar, der muss offen sein, so, weil sonst wäre es zu einfach für die Attackers, den einzunehmen. Ich finde auf der Kiste ein bisschen weird, aber mein Gott, das ist jetzt auch nicht so schlimm, das sind nicht nur Kleinigkeiten. Und dann sind wir wieder hier bei dem Bereich, wo es zur Mitte geht.
Und sehen hier auch so einen riesen Oktopus mit einem Schlüssel in der Hand. Und ich weiß noch nicht, was es mit diesem Oktopus zu tun hat oder auf sich hat. Aber irgendwas ist mit dem, weil es gibt auch im Battle Pass gibt's eine Player Card mit dem Oktopus drauf. Und hier hat er den Schlüssel in die Hand. Die Frage ist nur, für was bist du der Schlüssel? ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt zu diesem Oktopus. An sich sind hier, glaube ich, auch noch ein paar andere Graffitis an der Wand. Hatte ich irgendwo gesehen. Aber ja, auch nichts groß Besonderes eigentlich. An sich finde ich es die Map auf jeden Fall sehr, sehr schön. Auch schön mit den Details hier mit dem Eis und so. Und wenn man hier reinschaut, auch mit so mit Stühlen. Und hier kann man sich hinsetzen. Und ich finde vom Design, von den Farben auf der Map, finde ich sie sehr, sehr, sehr schön. Hier haben wir auch so Sachen an der Wand. Wie bereits erwähnt. Schauen wir uns hier das auch nochmal kurz an auf A kurz. Hier kann man nämlich auch als Attacker zum Beispiel, wenn man den A-Spot einigermaßen eingenommen hat, kann man zum Beispiel auch hier hoch und kann hier sich reinstellen und warten, dass die Defenders rotieren vom B-Spot oder von der Mitte. Von daher, hier kommt man auch nicht hoch, also man boostet sich hoch. Ja. Aber ich finde das allein sehr, sehr schön hier mit diesem Gang, mit diesem Grün. Das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Atmosphäre auch. Ach ja, mit diesen Lichtern hier. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Map, muss ich sagen. Man merkt natürlich, dass es in Italien spielt. Das merkt man auf jeden Fall. Was haben wir hier noch so Schönes? Gibt es da was zu sehen? Leider nichts, was man erkennt. Aber wir haben wieder einen Teddybär, der einen anguckt. Standard. Die gibt es ja auf jeder Map. Ja. Das ist ja auch interessant hier. Das war mein Handy. Ja, moin. Ja, so. Das war's dann aber auch von der Map eigentlich. Haben wir uns eigentlich alles jetzt angesehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map so findet. Was denkt ihr von der Map? Gefällt sie euch nicht? Ich muss sagen, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Runden hierauf sind. Ich bin richtig hyped, da mal jetzt hier ein, zwei Runden rein zu daddeln und zu gucken, wie es so läuft. Ja, ich freue mich. Die Map sieht nice aus. Ist auf jeden Fall eine Map, die Valorant ganz gut tut, denke ich. Ich hätte vielleicht noch so ein, zwei mehr Sachen gewünscht, die man kaputt schießen kann. Wir haben jetzt im Prinzip nur zwei Sachen. Einmal hier, oder das kennt man ja schon, und dieses Tor da hinten. Aber ja. Und ja, dann abonniert gerne den Kanal, falls ihr weitere Valorant-Videos sehen wollt und keine mehr verpassen wollt. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich, mal im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!